Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin in freier Wildbahn. Und ich möchte euch heute jemanden vorstellen. Müssen wir jetzt erstmal suchen. Ich glaube, dass etwas kommt gleich, bald. Und zwar will ich euch mal ein sehr scheues Geschöpf vorstellen. Mal gucken, müsste jetzt eigentlich bald kommen. Und zwar handelt es sich um den Let's Player in freier Wildbahn. Ja, den gibt es kaum noch. Er ist so gut wie am Aussterben in der freien Wildbahn. Nur noch in kleinen umzäunten Gebieten gibt es ihn zu finden. Aber ich habe gehört, hier soll es einen geben. Und auf den warte ich. Ja. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und dann würde ich sagen, dann warten wir mal, was sich hier so tut. Weil ich weiß, dass der hier rumstromert. Glützi, da bin ich wieder. Und wir haben es gefunden, das scheue Geschöpf. Grüße. Grüße euch. Das ist der Onkel von Germas Chick LP. Und ich bin jetzt zu Besuch für ein paar Tage. Bei Germas Chick LP. Bei Germas Chick LP. Ja. Wir machen noch den natürlichen Lebensraum, filmen wir natürlich auch, ja. Dass ihr mal seht. Das scheint hier, das ist possierliche Tiers. Du musst jetzt hinkommen, geil. Ja, da musst du gucken. Ja, ja, den filmen wir auch und heute Abend kommt er auch. Nee, morgen Abend. Morgen Abend kommt der Livestream. Ja, bei euch dann vorgestern. Bei euch vorgestern, vorvorgestern. Weil aber die Uni ist faul geworden, der macht nein, das erst. Nein, ich habe es gepostet und ich habe es in mehreren Hangouts gesagt. Nee, ich meine, Uli ist faul geworden, der lädt nicht mehr so schnell Videos hoch. Am Wochenende arbeitet er ja nicht mehr. Am Wochenende? Arbeitet er nicht mehr. Nee, da gebe ich mir wirklich Mühe, nicht mehr zu machen. Wir sehen uns gleich. Jo, tschüss. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, immer noch beim Onkelchen. Ja, gut. Ich weiß es nicht, werden wir hier sehen, weil das Mikrofon geht eigentlich nach vorne, hat eigentlich gut. Und ja, ich habe auch jetzt die Tage nicht gefilmt, ihr habt ja vielleicht gesehen, den Livestream haben wir gemacht. Heute Abend ist dann ja, auch nochmal Livestream, mal zocken. Richtig. Das wird dann nochmal live sein, das wird dann auch, ladest du das bei YouTube dann auch hoch? Ja. Onkel ladet das auch bei YouTube hoch, ihr werdet unter dem Video den Link finden. Onkel und ich haben auch unser neues gemeinsames Projekt haben wir ordentlich durchgeplant. Richtig. Da werden wir das auch noch. Das wisst ihr noch gar nicht. Das wissen nur die vom Livestream. Ja, das wissen nur die. Ja, genau, richtig. Und da werde ich auch gleich noch mit Onkel ein Kanal-Intro machen. Ihr werdet unter diesem Video auch einen Link zu einem leeren Kanal eigentlich. Kanal-Intro ist dann nur drin. Später. Später. Ja. Finden. Zwar die O's. Das ist Onkel und Odin. Eine kleine runde O, das große ovale O. Große dumme O. Ja, und mal gucken, ich werde nachher vielleicht noch die Gaming-Ecke aufnehmen, damit er so mal den Let's Player in seinem natürlichen Lebensraum sieht. Wir sind immer noch ziemlich durch von gestern, muss man sagen. Oh, wir haben gestern einen ganz schönen Livestream gemacht und war schon echt. War feuchtfröhlich. Ja. Jetzt sind wir immer noch so ein bisschen am Kämpfen mit uns. Ja, und heute Abend geht es nochmal weiter. Und heute Abend geht es weiter. Aber nicht so viel, weil ich morgen mal fahren muss. Hm. Odin sagt, er trägt nicht so viel. Ja, ich muss ja morgen fahren, ich muss ja. Geht ja nicht. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. So mal, eigentlich ohne Tests, was? Einfach mal so, als kleines 5000 Abonnenten-Spezial. Also das ist das erste von den 5000 Abonnenten-Spezial. Extra für euch mal so ein bisschen Odin, bisschen Onkel. Real-Life-Video. Real-Life-Video, ja, Real-Life, genau. Boah, ja. Alter, ich schwitze die Sonne breit und hier auf der... Dabei sind es nur 27 Grad. Ja, wird noch Sonne nicht. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche, wie gesagt, Silvester steht. Was hat denn das damit zu tun? Ja, da könnte man ja vorher auch noch, könnte man ja einen Tag, zwei Tage vorher und so. Stimmt. Silvester sind wir auch zusammen und feiern zusammen. Mit den Kindern. Wird gemütlich. Richtig. Jo, dann würde ich mich jetzt für die Sequenz erstmal ja, verabschieden. Weil ich weiß auch nicht, ob ich das als einzelne Video mache oder alle zusammenschneide. Klar. Als einzelne? So, nee. Alle zusammenschneiden. Ja, ja. Das ist Schwachsinn. Das sind jetzt ja 2-3 Minuten. Das war ja gestern nochmal. Hey, hallo. Richtig, na gut, hast du. Let's Player, ja. Wildbahn, ich bin voll durch, Alter. Ich bin voll jetzt, durch. Jo. Vielleicht machen wir nachher nochmal ein Video, der Onkel und ich. Wo wir noch ein bisschen quatschen werden in seinem Kabuff. Ja, das sowieso, da habe ich ja unbedingt meinen Kabuff. Ja, den Lebensraum eines Let's Players will ich noch drauf haben. Aber man muss dazu sagen, wenn du dann den Cut siehst und dann den Lebensraum eines Let's Players, wie hast du es gesagt, ne? Das sieht bei mir nicht immer so aus. Das ist Odins Werk. Unser Werk.
Mein PC steht da schon immer, der Rest ist alles von dir. Deine Dampfer ist deiner? Meine einzelne Dampfer. Ja, gut. Die macht es gerade nicht fett. Ich erkläre es dann alles, wenn ihr es seht. Aber jetzt sagen wir für die Stelle jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann nachher in seinem Kapuff. Ahoi, sagt euer Odin. Cut. Ciao. Da wird ja, oh Gott. So Leute, den Kapuff habe ich noch nicht gezeigt, das mache ich morgen, bevor ich abfahre. Aber ihr seht das Onkelchen. Sag hallo. Hallo. Das ist unhöflich, wenn man nicht hallo sagt. Hallo. Draußen haben wir heute auch schon aufgenommen und jetzt machen wir Livestream. Ja, das Livestream gerade live, genau. Livestream, wir spielen Jurassic Park. Nein. Nee, Lego Jurassic World. Richtig. Mortal Kombat haben wir schon. Ich habe Onkel total nass gemacht. Hat er nicht. Hab ich doch. Hat er nicht. Guck bei Twitch TV. Da sind das wäre am besten. Das sind die. Nee, du ladest die bei dem Kanal ja auch hoch. Bei Gamerschick LP. Ja, ich höre die Menschen. So, das war jetzt mal ein kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt drei Intros. Onkel hat zwei. Nee. Auch drei Intros. Wir haben Intros. Ach so. Intros. Und ja. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Vielleicht mache ich zwischendurch noch mal ab und zu mal an, wenn was Wichtiges zu berichten ist. So, liebe Freunde, und jetzt mal hier von mir. Jetzt halte ich mal die Kamera, was hier wieder Odin macht. Ja. Mixerisch. Schon wieder das 12. Bier, was er jetzt hier schon wieder am Start hat. Ja, wir sind immer noch kräftig am Stream. Sechs Stück sind noch drin. Wir sind noch kräftig am Stream. Ja, ja. Ich hab so, ach, diese Scheiße. Jetzt sind aber hier, was der hier für eine Sauerei, obwohl ich sah heute schon schlimmer aus. Ja, da wollte ich aber hier so ein bisschen... Wie sieben sind so einer da. Erzähl mal hier so, wie ich hier rumsitze. Da sind wir ganz Games, da, so. Genau. So. Komm, das ist dein Video. Was soll ich denn jetzt da sagen? Du machst das doch gut. Boah, das ist jetzt mittlerweile 2.47 Uhr. Wir sind immer noch kräftig dabei. Morgen geht's dann auf nach Hause. In die Heimat. Mit einem traurigen Auge und mit einem lächelnden Auge. Augen können nicht lächeln. Können nicht lächeln, nee. Wie heißt das denn? Ey. Bin ein klein wenig... Aber nicht wirklich. Jetzt geht das schon wieder los. Also so ganz klein. Mach ich jetzt mit Absicht nicht. Ja. Ja. Tut doch mal was, wie die Tage waren. Schön. Bist du bescheuert gewesen hier? Nee. Komm mal her. So. Komm, sag mal, wie waren denn die Tage? Anstrengend. Also mit Oli nur mal anstrengend. Und das Schöne ist, guck mal hier, das schreiben sogar halt Leute. So einen schönen besuchten Livestream habe ich, muss man ja angehen, kannst du bei dir kann ich bei mir, ja. So einen schönen besuchten Livestream habe ich noch nie gehabt. Das ist alles nur Odins Schuld. Das ist schön. Ja, finde ich aber top, Leute, dass ihr dabei seid. Ja, wir spielen jetzt gerade, also Onkel spielt gerade Mortal Kombat und wir wollen hier noch Trials Fusion spielen. Richtig? Warte mal, mach ich mal so. Wir sind jetzt gerade so cool für die Stream-Zuschauer, dass... Jo. Also, die sehen uns ja. Der Kamera sieht aus wie so ein Riesenbaby. Ach Quatsch, das täuscht. Auf dem großen Bildschirm wird das langgezogen, dann sieht der doch nicht mehr so schlimm aus. Der macht sich um Onilichte Eier, macht der sich hier einen Kopf. Glaubt er ja nicht. Keine Kappen. Ich brauche keinen Kopf. Ja, dann würde ich sagen, hier erstmal wieder Schluss. Mal gucken, vielleicht machen wir nachher nochmal was, bevor wir dann ins Bett gehen. Ich habe angefangen, das ist die Kamera halt. Achso, willst du halten? Dann? Halt doch. Du bist auch ein Kunde. Ja, du musst schon weiterreden. Ja, wir machen nachher nochmal ein Video, bevor wir ins Bett gehen, damit halten wir euch dann mal auf dem Laufenden, wie spät es dann ist. Wie gesagt, jetzt kurz vor 3, nach dem Stream von gestern von 7 Stunden 20. Ich glaube, wir hätten mal gestern auch mal aufnehmen sollen. Ja. Ey, nee, das hätte ich gar nicht. Obwohl, guckt einfach den Livestream auf. Das hätte ich gar nicht mehr gepackt, ey. Und... Wenigstens gestern nicht, also gestern hat gut angefangen, zum Ende, naja, und ganz schlimm war es heute Morgen. Siehst du mich nicht überhaupt noch? Ach so. Ja. Nee, klar sehe ich dich nicht. Ja. Und ganz schlimm war heute Morgen, mit Magenschmerzen und so, aber war ein schöner Tag und wir holen die auf jeden Fall wieder nach. Genau. Guck den Livestream, dann wirst du aber nicht, naja, ich versuche ja vorher nochmal zu kommen und du zu mir. Ja, auf jeden Fall... Ja, ich weiß noch mal, was ich sage. Oh, schön still, ich die Kamera halt.
Ich bin besser als ein Stativ. Und dann kannst du dir in Zukunft immer machen. Gerne, da will ich nämlich nicht mehr drauf. Also schlecht ist der Bock nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut, Leute. Wir werden nachher nochmal gut Nacht sagen, wenn wir dann ins Bett gehen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Ja, so, Leute. Ja. Schön war drauf, mein Freund. Schön, danke auch. Wir waren noch schön drauf. Wir haben es jetzt mittlerweile 4. Man sieht es uns vielleicht an, wir sind jetzt etwas im Arsch. Gestern Livestream bis in die Puppen, heute Stream. Also falls er es nicht hat, schon seine Kamera. Ja, hier ist meine Kamera. Und wir werden jetzt ins Bett. Irgendwann machen wir uns die Kiddies wach. Machen wir morgen noch ein Ruhen. Und dann muss ich ja auch los. Richtig. Ja. Vielleicht filmen wir morgen noch mal den Abschied oder so. Abschied. Aber ich komme ja wieder. Den Abschied. Jo, das war's jetzt. Ich wünsche euch erstmal gute Nacht. Und entweder kommt morgen noch was, was ich aufnehme und was die Kinder ranhänge. Oder halt nicht. Peace. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin. Tschüss. Jo, Leute. Onkel hier und Ecke. Auf den Sonntag? Jetzt halt später nach dem Livestream. So fängt man das an. Ein Tag, ja. Ein Tag später nach dem Livestream. Wir immer noch K.O. Wir haben jetzt hier schon unser Zeug gemacht. Ja. Ja. Er ist K.O. Ich nicht. Du hast die ganze Zeit gepennt. Ich habe ausgeschlafen, ja. Und ich habe schon mein Zeug zusammengepackt und ja, die Videos jetzt hier rüber kopiert auf dem Laptop und demnächst werden meine Videos 50 FPS haben, da ich das jetzt endlich hingekriegt habe im Camtasia mal 50 FPS, ich bin ja nicht aufgefallen. Nur Onkelchen hat mich doof gebracht, dass es nicht 50 FPS ist und ich hab das, ach nee, der Danny vom Dampferkanal hoch. Ja, jetzt habe ich es hingekriegt. Ich habe die Videos gesehen auf seiner Cam oder von seiner Cam und da habe ich gesehen, dass das 60 FPS sind auch bloß 50 FPS, ist ja egal. Und habe dann gemerkt, dass auf seinem Kanal ja die Videos ein bisschen Qualitätsverlust haben. Mhm. Da hat er sich jetzt mal angesetzt, hat das versucht. Also das heißt in Zukunft bessere Qualität für euch. Also wenn ich so filme. Heute wird nochmal richtig anstrengend, weil wir haben draußen, ich muss meine Kamera anders halten hier, wir haben draußen 28 Grad, hat deine Frau gesagt? Wenn sie sagt, dann ist das wohl so. Frau Onkel wird uns nicht anlügen. Das klingt aber Frau Onkel. Nee, das klingt aber doch, jetzt haben wir... Also wir waren aber heute wirklich noch nicht draußen. Nee, wir saßen, ich mit Frau Onkel, wo du gepennt hast auf dem Balkon. Sie hat ja Rauch dich gedampft. Du mit meiner Frau, wenn du es sagen. Ich mit Frau Onkel, genau. Achso. Ja. Mit seiner Frau. Ja, wir machen jetzt hier noch eine Ruhe. Jetzt ist es 14:39. Irgendwann nachher werde ich abhauen. Ich habe noch ja keine Lust bei der Hitze, wenn ich daran denke. Ich werde mit dem Auto die Seele aus dem Leib schwitzen. Aber ich habe noch 3 CDs vor mir von Er ist wieder da. Ich höre, habe die ganze Zeit auf der Herfahrt Er ist wieder da gehört und höre mir auf der Rückfahrt natürlich ihn auch wieder an. Und wir werden den Film auch gucken und werden natürlich bei den O's natürlich was berichten. Oder? Richtig, sicherlich. Die O's, ne? Immer noch heißes Thema. Richtig. In die heiße Phase. Onkel macht jetzt die Tage die Videos. Ich weiß, was ich das nächste Mal erst bei Urlaub, jetzt brauche ich aber erstmal eine Erholung vom Wochenende. Ich auch. Ich werde heute Abend, werde ich noch, wenn ich zu Hause bin und die Kleine im Bett Kinder ist, kommt schon noch. Ja, ich krieg's mit, ich halte gerade so, dass man das nicht so weit sieht, werde ich dann noch ein Video machen, ein kurzes Video, was mich erwartet, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, ahoi, sagt euer Odin. So Leute, das war eine schöne Zeit beim Onkel. Ja, cool, echt. Lustig. Ja, die Zeit ist zu schnell vergangen und ich muss jetzt auch leider, ich zitter total, und ich muss jetzt leider auch los, weil sonst kommen wir zu spät an, weil meine Tochter morgen in die Schule muss. Ich bin ja so schlange 3 Stunden unterwegs. Ich denke mal, dann werde ich kein Video mehr machen, wenn ich zu Hause angekommen bin. Das werde ich in einem separaten Video, werde ich dann nochmal ein Video machen nach der Urlaubszeit, dann könnt ihr mal meinen Arbeitstisch sehen, was sich da angehäuft hat und alle drum und dran. Und das war ganz schön eine Perle auf der Stirn. Ist ja auch heiß, guck mal, da knallt die Sonne. Ging mir gestern so, du hast gesagt, es wäre aufgeregt. Ja, jetzt ist es die Sonne, guck mal, hier. Es sind 28 Grad. Ja, und wir haben beschlossen, du hast beschlossen. Die Kinder haben beschlossen. Die Kinder haben beschlossen. Die Kinder haben beschlossen, wir kommen vorher. Also komme ich demnächst nochmal hierher. Dann können wir auch gemeinsam ein Projekt für die Ruhe machen.
Ja, wir besorgen uns auch ein schönes Mikrofon, dass wir nochmal vielleicht nochmal, also das Intro wird jetzt reingesetzt bei der OS, aber ich denke mal, wir werden es nochmal neu ordentlich mit einem ordentlichen Ton. Weil wir haben dann nehme ich mein Ansteckmikrofon mit. Wir haben ein paar Tonproblemchen. Deswegen. Genau, ich nehme mein Ansteckmikrofon nächste Mal einfach mit und dann passt das schon. Ja, Leute, das war es soweit. Wir verabschieden uns. Ja, war echt lustig. Odin mal privat ist was ganz anderes. Ja, aber es heißt ganz anders. Eigentlich ist er genauso wie vor der Kamera. Von daher. Bloß größer. Ahoi, sagt euer Odin. Tschüss. So, ein wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Oh Gott. Sorry, ist eine Hitze. Und ich hatte mich eigentlich entschlossen, kein Video zu machen. Aber ich möchte doch noch in Abschluss machen. Ihr habt ja eben gesehen, ich beim Onkel losgefahren und ich möchte euch jetzt noch hier in dem Video, weil ich nicht weiß, wann, das wird das erste Video sein, was ich bearbeite logischerweise und ich weiß nicht, wann die nächsten dazu kommen. Deswegen möchte ich euch das einmal zeigen. Ich habe jetzt hier erstmal meinen Laptop angemacht, der ist wieder an, der ist gerade angegangen. Alle Steckdosen musste ich erstmal wieder reinstecken, die habe ich rausgezogen, musste warten, bis die Kleine jetzt im Bett verschwunden war, weil ich möchte nicht, dass meine Tochter in der Aufnahme zu sehen ist. Ja, und das ist jetzt mein Tisch mit Briefen und zwei größere, ein kleineres Paket und dann so ein Umschlag. Darüber werde ich gleich Videos machen. Ich bin nur noch nicht fertig mit Auspacken und ankommen. Ich muss mir jetzt erstmal zu trinken nehmen. Brauche zu trinken. War jetzt eine ganze Weile unterwegs. Sieht erstaunlich gut bei mir zu Hause aus, obwohl die Katzen alleine waren. Eine Nachbarin ist ab und zu nach hier drüben, hat sie gefüttert. Aber die reiben sich gerade, warte, das muss ich euch mal zeigen. Also der Weiße, der reibt sich gerade dort an einer Tasche. So, schöne Grüße an Onkel und seine Frau. Von denen ist nämlich die Kühltasche. Und ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Oder ob es nach der Katze riecht. Jedenfalls Lucky geht da gerade voll ab drauf. Was ist denn los, Baby? Was ist denn los? Papa wieder da? Lucky? Papa wieder da? Lucky? Papi wieder da? Wo sind denn die anderen? Ah, jetzt ist der Nächste dran. Jetzt ist Tiger dran. Was machen wir denn auch? Jeder reibt sich mal an der Tasche oder was? Och, der schmeißt sich gleich hin. Der ist ja wieder ganz. Der ist ja wieder ganz außer Rand und Band. Und die Mausi ist hier auch. Mal die mal rauszoomen. Da ist die Mausi. Hier sind ein paar Taschen. Mausi! Tigger! Ihr wollt Feuchtfutter, wa? Na, Trockenfutter habe ich schon nachgemacht. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich hier begrüßt werde. Wenn ich hier rinkomme, ich mache jetzt erstmal für die Katzen Feuchtfutter rein. Dann werde ich mein Stativ aufbauen und hier noch ein paar Unboxing machen. Mal gucken, ob da ein paar Vor-Unboxing mit bei sind, weil ich habe die nicht dahin gestellt. Meine Tochter hat die Pakete von den Nachbarn abgeholt, also im Haus eingesammelt. Ich habe noch nicht hochgeguckt, von wem was ist. Ich werde von oben nach unten abarbeiten und ja, bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. So Leute, ich habe mein Ansteckmikrofon schon wieder dran und ihr seht, mein Tisch ist jetzt abgearbeitet. Das muss morgen noch, also das muss morgen noch weitergemacht werden. Da sind mehrere Projekte in dem Karton. Habe gerade das Vor-Unboxing gemacht. Das Smog habe ich ausgepackt, also die Smog X-Cube 2 habe ich aus. Ach, seht ihr Scheiße, die Smog X-Cube 2 habe ich ausgepackt. Den TFV4, das Ladegerät und noch so ein bisschen Zeug, was ich hier bei Amazon gekauft habe. Ihr seht, dort unten sind die leeren Kartons hier. Die werden nachher gleich, oder morgen besser gesagt, weggeschmissen. So, es ist kurz vor 23 Uhr. Ich würde sagen, ich habe mir meinen Feierabend jetzt wirklich redlich verdient. Ich werde mich jetzt am PC setzen noch. Naja, Feierabend ist noch lange nicht. Ich werde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, gucken, was sich bei YouTube getan hat, die E-Mails beantworten von euch und die Privatnachrichten bei YouTube, logischerweise die normalen Kommentare bei YouTube beantworten. Mit dem Onkel habe ich schon gequatscht, der weiß schon, dass ich wieder heil angekommen bin. Meine Katzen freuen sich auch, dass ich wieder da bin. Ja, und ich würde sagen, ich danach gehe ich ins Bett und mache ein Ruhen.
werde mir noch einen Film angucken. Da ist mein Kater. Irgendwas gefunden. Und dann habe ich eigentlich Feierabend. Morgen ist der erste Schultag. Er geht bei Zeiten raus. Müssen noch dann Sachen raussuchen für die Kleine, weil ich noch nicht weiß, wie hier das Wetter wird. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, wie hier das Wetter wird. Ja, dann würde ich sagen, jetzt, das war wirklich das letzte Video jetzt, was ich gemacht habe zum Besuch bei Onkel und wieder herfahren und alles, dass ihr mal den so ab da, wo ich Onkel treffe, bis hierher seht. Ich bin am Arsch, war aber eine schöne Zeit. Ich danke dir, Onkel, für das Asyl. Ich danke Frau Onkel für die nette und leckere Bewirtung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Meine Tochter freut sich auch aufs nächste Mal. Und ich sage jetzt wirklich für dieses Video jetzt endgültig Ahoi, sagt euer Odin.